Lohnt es sich heute noch in Bitcoin zu investieren oder ist es eine Art Schneeballsystem, von dem man die Finger lassen sollte? Diese Fragen schauen wir uns heute einmal genauer an. Ja, woher kommt überhaupt der Irrglaube, dass Bitcoin ein Schneeballsystem sei? Und früher war es natürlich so, dass Bitcoin sehr unbekannt war. Das heißt, es war eine sehr, sehr kleine Gemeinschaft, die Bitcoin benutzt hat, experimentiert hat. Und am Anfang war es dann auch so, dass Bitcoin eigentlich mehr eine Währung war für, ja, ich sag jetzt mal, für den Untergrund. Es war kein offizielles Zahlungsmittel, wie wir es heute zum Beispiel haben in El Salvador. Vielleicht hast du das ja mitbekommen. Aber es ist einfach sehr unbekannt gewesen. Und deshalb haben die Leute auch gedacht, ja, da ist ein Gründer von Bitcoin, der sogenannte Satoshi Nakamoto, und der verdient jetzt daran, dass die Leute Bitcoin kaufen. Der hat wieder Leute, die für ihn sozusagen neue Leute anwerben. Und das Ganze findet nur statt sozusagen, wenn immer neue Leute reinkommen, so wie eine Hierarchie, diese Pyramide. Zu oberst ist der Satoshi Nakamoto, dann kommen seine Gefolgsleute, die wiederum neue Leute anziehen, und jede Ebene verdient mit neuem jeden Investor einen Teil davon. Das ist ja die typische Definition von einem Schneeballsystem, und das ist der Irrglaube gewesen, weil halt einfach etwas Neues auf die Leute zugekommen ist, dass sie dazu mal nicht verstanden haben. Schauen wir uns doch mal an, wie es heute ausschaut. Wir sind massiv schnell vorwärts gekommen mit diesem ganzen Markt der Kryptowährung, mit Bitcoin als Zugpferd. Und heute haben wir all die großen Star-Investoren aus Amerika, die Hedgefondsmanager, die man kennt. Stanley Druckenmiller zum Beispiel jemand, oder auch Ray Dalio. Vielleicht sagen die zwei Personen etwas, das sind sehr, sehr große, bekannte Persönlichkeiten, die Milliardenfonds leiten, die auch sich für Bitcoin aussprechen, in Bitcoin investiert sind. Oder JP Morgan, eine der größten Investmentbanken der Welt, war ja auch immer sehr, sehr skeptisch in der Vergangenheit, und mittlerweile bieten sie Produkte für ihre Kunden an, wie sie einfach in Bitcoin investieren können. Oder nehmen wir BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, mit so viel Geld, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie viel das die für ihre Kunden verwahren und investieren. Die alle, die haben sich in den letzten Jahren auch dieser neuen Anlageklasse hinzu, sind dazugekommen und bieten ihren Kunden mittlerweile auch Investitionsmöglichkeiten an. Das heißt, es haben auch über die letzten paar Jahre sehr viele Leute sehr, sehr viel Geld mit Investments in Kryptowährungen, ganz spezifisch auch in Bitcoin, verdient. Das haben sehr hohe Renditen erzielen können. Und trotzdem gibt es immer noch dieser Mythos, der sich hält, dass Bitcoin ein Schneeballsystem sei. Und vor allem verschiedene Influencer, die, ja, tut mir leid, leider keine Ahnung haben, halt einfach sehr, sehr auf Aufmerksamkeit spielen, verbreiten das immer noch, dass es ein Schneeballsystem sei. Und eigentlich sollten es diese Leute viel, viel besser wissen, weil erstens, es ist viel mehr Information da, wie Bitcoin funktioniert. Zweitens, Leute haben sich schon jetzt über Jahre damit beschäftigt. Auch, wie gesagt, die Großen sind da. Die Regulierung, die schreitet auch voran, man hat klare Verhältnisse. Aber trotzdem wird immer noch verbreitet, dass es ein Schneeballsystem sei oder ein Pyramidensystem. Pyramide eben, der zu oberst verdient immer an allen Leuten, die unten reinkommen. Und das ist es definitiv nicht. Das ist so ein Quatsch. Da muss ich immer wieder lachen, dass sich dieser Mythos bis heute hält. Der Punkt ist nämlich, wie kommt der Preis von Bitcoin zustande? Das ist ja die Hauptfrage. Eben diese Leute sagen immer, es braucht neue Investoren, damit die alten ausbezahlt werden können. Ja, aber das ist nicht die Definition von einem Pyramidensystem. Weil der Bitcoin-Preis kommt zustande mit Angebot-Nachfrage. Mehr ist es nicht. Und wenn du dir jetzt überlegst, Angebot-Nachfrage, das ist genauso bei Gold, das ist bei Aktien so, das ist bei Rohstoffen, Weizen, Öl und so weiter, das ist genau dasselbe. Es ist immer Angebot-Nachfrage. Die Angebot- und die Nachfrageseite macht das Marktgleichgewicht, und so kommt der Preis zustande. Und logischerweise, wenn niemand Öl mehr kauft, keine neuen Investoren mehr reinkommen, ja, dann sinkt der Preis. Ist ja völlig klar. Angebot, Nachfrage. Angebot bleibt gleich, Nachfrage sinkt. Dementsprechend muss der Preis sinken, sonst wird die Ware nicht an den Mann gebracht, oder? Und das ist genau der gleiche Mechanismus bei Bitcoin auch. Nur eben diese Leute verstehen einfach nicht, warum Leute Bitcoin einen Wert geben. Warum Leute Stand heute
wenn ich hier drauf schaue, rund 23.000 US-Dollar pro Bitcoin, warum Leute dafür bezahlen? Das ist der wichtige Punkt und das ist das, was die Leute nicht verstehen, weil sie sich eben nicht mit dem Thema beschäftigt haben. Aber Fakt ist, wir haben rund 300 bis 400 Millionen Menschen weltweit, die Bitcoin-Kryptowährung einen Wert zusprechen und dementsprechend halt einfach auch bereit sind dafür, Geld in die Hand zu nehmen. Es können verschiedene Gründe sein, es kann sein, sein Geld abzusichern vor der Inflation, Geld zu sichern, dass der Staat nicht rankommt, einfach die Renditemöglichkeiten per se, die sie interessiert. Da gibt es noch ganz viele unterschiedliche Use Cases, die ich jetzt hier im Video nicht drauf eingehe, mache ein separates Video dazu, sonst würde das alles hier sprengen. Aber Fakt ist, Angebot, Nachfrage treibt den Preis und nicht, ob einfach neue Leute wie bei einem Pyramidensystem reinkommen und alle Ebenen profitieren davon. Nein, der Preis kommt gleich zustande wie bei allen Rohstoffen, Gold, Edelmetallen, Weizen, Öl und so weiter. Nur diese Influencer oder diese Leute, die das verbreiten, die verstehen es einfach nicht oder verstehen nicht, warum 300 bis 400 Millionen Menschen weltweit Kryptowährungen einen Wert geben. Aber warum ist denn die Situation heutzutage anders als noch vor ein paar Jahren? Ich bin ja 2014 in diesen Markt gekommen. Da war es definitiv noch mehr Wilder Westen, weil heute haben wir ganz klare Regulierung in der Schweiz. In Europa sind wir auch kurz davor. In den USA arbeitet die Regulierungsbehörde auch sehr, sehr intensiv, dass da ganz klare Verhältnisse geschaffen werden, wie damit umzugehen ist. Oder stell dir vor, du lebst in El Salvador. Du bekommst jeden Monat von deinen Verwandten, zum Beispiel aus den USA, 100 US-Dollar geschickt, weil ja El Salvador leider ein etwas ärmeres Land ist. Und jetzt musst du jedes Mal 3 Stunden mit dem Bus zur nächsten Bank fahren. Ist nicht wie in Europa, in der Schweiz, in Deutschland, wo du an jedem Ecken sozusagen einen Bankomat hast. Musst du mit dem Bus hinfahren, hoffst, dass alles noch offen hat. Die Öffnungszeiten sind da nicht immer, werden nicht immer so eingehalten. Bekommst dann dein Geld von diesen 100 US-Dollar, bleiben wegen Gebühren noch irgendwie 85 übrig. Die bekommst du, gehst aus der Bankfiliale raus und da wartet eine Gang, weil sie genau weiß, alle, die da hingehen, die holen ihr Geld ab. Dann kriegst du mit dem Knüppel eins übergezogen und kannst dann wieder 2 bis 3 Stunden ohne Geld nach Hause fahren und bist wieder am gleichen Ort wie vorher. Stell dir mal vor, es gibt eine Lösung, dass du eine App runterladen kannst, wo dir in Echtzeit Geld überwiesen wird, mit praktisch keinen Gebühren. Du musst nirgends hinfahren, kannst auf deiner Hängematte liegen und das Geld bekommen. Und stell dir vor, das gibt es heute und genau das ist die Situation, die anders ist heute. Bitcoin löst genau zum Beispiel dieses Problem. Das heißt, wir haben Startups, Großinvestoren, Regulierung, die ganze Szene entwickelt sich weiter. Wir haben so ein anderes Umfeld heute als dazu mal vor, ja, als Bitcoin gestartet ist, 2009, 2010, 2011. Und genau deshalb ist es auch so wichtig, deine eigene Meinung zu bilden und nicht einfach einem YouTuber, der keine Ahnung hat, Videos macht über x verschiedene Themen und dann auch noch über Bitcoin irgendwas sagt, sondern bilde deine eigene Meinung, das geht nur über dein eigenes Wissen und das ist ganz wichtig, nicht hier blind irgendwie was zu investieren, weil irgendjemand auf YouTube oder dein Kollege bei der Arbeit dir dazu geraten hat. Und das ist genau wie auch der Grund gewesen, warum ich meine Investment Academy ins Leben gerufen habe, wo ich meine Erfahrung mitgebe, an einem roten Faden die Leute an die Hand nehme als Sparringpartner, dass die Leute auch Teil einer tollen Community werden, sich austauschen können, was stimmt jetzt, was stimmt nicht, welche Strategie ist vielleicht noch besser, wie kann man noch mehr rausholen. Und das ist genau das, warum ich meine Investment Academy gemacht habe, weil die Zukunft dieses Marktes, die ist aus meiner Sicht massiv. Aber du musst natürlich nicht direkt in meine Investment Academy kommen. Du siehst es hier, ich habe meinen Finanzbooster, wenn du noch am Anfang stehst. Hier wird dir ganz einfach an einem roten Faden in kürzester Zeit das Wichtigste mitgegeben, damit du dir selber eine Meinung bilden kannst. Geh dazu auf die Webseite des Finanzboosters, marksteine-consulting.ch/finanzbooster. Dort findest du mehr Informationen dazu und wir hören und sehen uns in einer nächsten Folge wieder. Mach's gut, dein Marc. Tschüss.